Eine Woche am Arm, neue Uhr, neues Video, meine Eindrücke ganz persönlich, ganz privat. Nicht ganz so scharf, manchmal aus der Hand, manchmal verwackelt, dafür grundehrlich, das ist mein Format, eine Woche am Arm. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine neue Uhr und zwar handelt es sich hierbei um die Mark & Sons Sports Professional mit der grauen Keramiklünette, dem schwarzen Blatt und dem gelben Reo. Ich zeige sie euch eine Woche lang, jeden Tag und jetzt geht's los. Wir haben Donnerstagabend, 11 Uhr, Tag 1 meiner eine Woche am Arm und ich habe eine neue Uhr, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Und zwar handelt es sich um die Mark & Sons aus der Serie Sport Professional in der Variante mit der grauen Keramiklünette, dem schwarzen Blatt und dem gelben Reo. Ich habe das zugegebenermaßen wirklich gute Stahlband für diese Preisklasse sofort ersetzt. Ihr könnt sehen, das Stahlband ist hier mit einer massiven Schließe ausgestattet, hat die auf zwei Gliedern beweglichen Links und die Tauchverlängerung, die man am Arm bedienen kann. Aber mir war von vornherein klar, dass ich diese Uhr an dem schwarz-gelben Hirsch Performance Band tragen möchte und deshalb ist auch das Stahlband sofort abgekommen und ich habe die Uhr auf das Hirschband gewechselt. Ich vermute mal, dass das eine der wenigen Uhren wird, bei denen ich so gut wie überhaupt nicht mit Bändern rumspielen kann oder möchte, weil ich schlicht und ergreifend überzeugt bin, dass es keine bessere Kombination gibt als diese hier. Ich werde euch die Uhr über die Woche aber noch weiter im Detail zeigen und natürlich auch von meinen Erfahrungen berichten. Ihr wisst das, Leuchtmasse, Tragekomfort am Arm und man soll nie sagen, vielleicht gibt es ja auch tatsächlich nochmal ein anderes Band, aber geplant ist das aktuell nicht. Ja, am Freitag, Tag 2, wie ihr sehen könnt, wir haben kurz vor 2. Das liegt nicht daran, dass ich faul bin oder dass ich verpennt habe, sondern das liegt daran, dass ich euch heute am zweiten Tag ganz ausführliche Aufnahmen gemacht habe, die ich euch gleich zeigen möchte. Zunächst einmal, nachts ist die Uhr super ablesbar. Kurz aktiviert ist sie richtig hell, werdet ihr gleich sehen. Aber auch die ganze Nacht hindurch wirklich, wirklich klasse ablesbar. Macht mir einen Mörderspaß. Und jetzt zeige ich euch einmal die Aufnahmen, die ich heute Morgen gemacht habe. Das Ganze wird etwas länger für meine üblichen eine Woche am Arm Verhältnisse. Ich habe ein bisschen mein neues Objektiv getestet, ist ein Makroobjektiv und ihr könnt hier sehen, dass ich damit noch ein bisschen rumexperimentiere, aber ihr könnt auch sehen, dass die Uhr wirklich gut gearbeitet ist. Na klasse, super. Ja, das passiert mir immer, dass ich dann beim Filmen noch irgendwas sehe, was ich noch schnell wegwischen muss. Der Boden ist verschraubt, die Uhr ist bis 300 Meter wasserdicht. Alles das habe ich in dem Vorstellungsvideo einer anderen Mark & Sons Sports Professional schon gezeigt. Insofern geht es hier nicht um die technischen Daten, sondern um die Details, die ich vielleicht so noch nicht gezeigt habe. Die Lünette ist grau und erscheint mir auf den ersten Blick ein kleines bisschen gebürstet oder mattiert zu sein. Die Indizes und die Ziffern auf der Lünette leuchten, aber sehr dezent. Also hier ist definitiv keine wirkliche Tauchfunktion gegeben, aber auf dem Blatt, das leuchtet alles wie eine kleine Kirmes. Die Indizes sind übrigens aufgesetzt, sowohl die Strichindizes in der Reo, die an den Stellen versenkt und ausgespart sind, als auch die arabischen Ziffern. Man kann es in einigen Aufnahmen sehen, dass diese erhaben auf dem Blatt stehen und richtig, richtig dick mit Leuchtmasse belegt sind und nicht nur auf das Blatt gedruckt.
Die Zeiger leuchten übrigens auch fantastisch. Alles, was auf dem Blatt und auf den Zeigern passiert, also die Strichindizes, die arabischen Ziffern und die Zeigern, sind mit BGW9 belegt. Welche Leuchtmasse außen auf der Lünette verwendet ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber da das kaum leuchtet, ist mir auch die Leuchtmasse an dem Punkt relativ wurscht. Die Uhr trägt sich super angenehm, hat mich überrascht, weil 50 mm ist eigentlich so ein Punkt, wo ich feststelle, das ist so die Grenze, viel mehr darf es nicht sein, damit ich mich noch wohlfühle. Aber hier bei der Uhr sitzt sie wirklich klasse am Arm, liegt auch an dem Band, was ich dran gemacht habe. Denn dieses Band passt wirklich zu der Uhr, als wäre es für diese Uhr gemacht. Ihr könnt es hier nochmal in der Gänze sehen. Das Gelb des Bandes passt absolut perfekt zum Reo. Und die ganze Uhr ist wirklich so, als wäre sie aus einem Guss. Ich habe übrigens das Band, hier behandelt es sich um ein Hirsch Performance Band, ein kleines wenig bearbeitet, damit es besser am Arm sitzt. Ich mag die Hirsch Performance Bänder nicht so gerne, wenn sie gerade sind, weil dann habe ich immer Spuren des Bandes am Arm und das finde ich ziemlich blöde, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen habe ich das Band zusammengerollt und mit einem Faden fixiert, sodass es sich nicht wieder aufrollen kann, ganz eng gerollt. Und habe dann heißes Wasser darüber gekippt, so dass diese Biegungen durch das heiße Wasser im Prinzip fixiert wurden. Ich habe das Wasser nicht ganz kochen lassen, so dass ich mit dem Finger vorsichtig reingehen konnte, ohne mich zu verbrühen. Ich schätze mal, das Wasser hatte irgendwas zwischen 40 und 60 Grad, um die 50 Grad. Habe das Band 20 Minuten in diesem warmen Wasser gelassen, rausgenommen, zusammengerollt, zusammengeschnürt, abkühlen lassen. Und danach hat das Band weitgehend seine Form behalten, das heißt die Rundung behalten. Und damit sitzt es absolut super hervorragend am Arm. Und jetzt noch einmal die Leuchtkraft, kurz die Aktivierung. Das mache ich immer bei den Videos. Und es ist echt der Knaller. Die leuchtet wirklich so hell. Natürlich bleibt diese Helligkeit nicht die ganze Zeit erhalten, aber ist die ganze Nacht hervorragend ablesbar. Aber schon jetzt könnt ihr sehen, die Lünette hält nicht mit und fällt dann auch über die Nacht komplett aus. Die Uhrzeit hingegen bleibt die ganze Zeit hervorragend ablesbar. Ja, das war also mein erster Tag. Ich gebe heute Abend noch mal ein kurzes Statement ab, aber ich wollte heute Morgen unbedingt etwas ausführlicher zu der Uhr filmen, weil ich denke, sie hat es verdient und die nächsten Tage kommen dann noch ganz viele andere Eindrücke von mir. Wir haben Tag 2, 20 nach 12 und meine Mark & Sons Super Sports Professional ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, ich habe sie am rechten Arm, weil bei dem warmen, schwülen Wetter am linken Arm, man kann es glaube ich ein kleines bisschen sehen, ich eine leicht rote Stelle habe. Manchmal, wenn es dann im Sommer doch zu sehr schwitzt, dann bilden sich bei mir leider rote Stellen auf dem Handgelenk, ganz unabhängig von der Uhr, ganz unabhängig vom Band. Deswegen habe ich auf den rechten Arm gewechselt, wo sich die Uhr auch gut trägt. Wir haben Tag 2. Normalerweise ist das der Tag, wo ich schon so ersten Auffälligkeiten sage. Mir ist aber nichts aufgefallen. Die Uhr trägt sich einfach unglaublich angenehm, macht mir wahnsinnig Spaß und ich habe noch nichts gefunden, was mich überrascht hat. Im negativen Sinne, im positiven Sinne hat mich überrascht, dass die Uhr wirklich alle meine Erwartungen erfüllt und ich bis jetzt noch keinen einzigen Abstrich machen musste. Und das habe ich in der Form noch nicht so häufig gehabt. Wir haben Samstagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 8:45 und meine, na kann man sehen, doch da ist sie zu sehen, meine Mark & Sons Sports Professional ist noch am Arm. Das ist mir nicht oft passiert, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich über die Uhr sagen soll. Mir fällt gar nichts auf oder gar nicht unbedingt etwas auf, was ich so nicht erwartet habe. Sie trägt sich auch am, wie ihr sehen könnt, rechten Arm sehr, sehr angenehm, weil links habe ich ja, gucken, ob ich das hinkriege,
tatsächlich eine, ne, man sieht es nicht, weil es gerade überblendet hier, eine rote Stelle am Arm. Nicht besonders schön. Ich habe Makros von der Uhr gemacht. Ich habe mit ihr geduscht. Ich habe euch über die Leuchtmasse erzählt. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren und mal genau hinschauen, denn normalerweise fällt mir über eine Woche innerhalb von ein paar Tagen immer etwas auf, was ich so nicht erwartet habe, so nicht gesehen habe. Und bei der Uhr ist das eigenartigerweise nicht der Fall. Ich werde mit ihr am Wochenende ein bisschen verreisen. Mein Schwiegervater muss ins Krankenhaus. Vielleicht gibt es dabei irgendwas zu berichten. Aktuell kann ich nur sagen, ich trage sie wahnsinnig gerne und habe auch überhaupt gar nicht das Gefühl, dass ich sie ablegen möchte, zumindest nicht solange die Sonne scheint und das Gelb so wunderschön reflektiert. Also ich bin wirklich mega zufrieden mit der Uhr und ja, ich bin selbst überrascht, dass mir nichts Außergewöhnliches einfällt oder auffällt. Ich bin so sehr überrascht, dass ich sogar gerade anfange, an mir oder der Uhr zu zweifeln, gerade weil sie mir so gut gefällt. Völlig irrsinnig der Gedanke, aber vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Ja, wir haben Samstag und wie ihr sehen könnt, haben wir späten Nachmittag, frühen Abend und ich habe auf das Stahlband gewechselt, obwohl ich ja eigentlich bei dem Hirsch-Performance-Band bleiben wollte. Ich habe das nicht getan, weil ich unbedingt das Stahlband am Arm haben wollte oder weil ich das Hirsch-Performance-Band doch nicht so toll finde, sondern ich habe es gemacht, weil ich finde, dass zu einer Beurteilung der Uhr über eine Woche hinweg natürlich auch das Originalband dazugehört. Und das ist nun mal das Stahlband, mit dem ich die Uhr gekauft habe. Also habe ich es dran gemacht und werde es 2, vielleicht auch 3 Tage dran lassen, einfach um auch hierzu ein faires Feedback geben zu können. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Heute Morgen habe ich gesagt, ich weiß gar nichts über die Uhr zu sagen, mir ist nichts aufgefallen. Tja, mir ist doch was aufgefallen. Und zwar handelt es sich dabei um die Lünette. Die Lünette ist mattgrau und die Indizes sind ebenfalls gräulich, sodass die Beschriftung der Lünette nur unter bestimmten Blickwinkeln möglich ist. Das ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, weil ich meine Lünette eigentlich ganz selten nur nutze und bei der Uhr habe ich sie überhaupt nicht genutzt, weil mir die Beschriftung der Lünette gar nicht so präsent war und ich sie nicht direkt sehe, wenn ich drauf schaue. Stört mich das? Nein, es stört mich nicht, weil ich finde, dass auf diese Art und Weise der gelbe Reo noch besser zur Geltung kommt und die Uhr einfach ja harmonischer wirkt, als wenn noch eine hart weiße oder anders farblich erkennbare Beschriftung auf der Lünette wäre. Ich finde sie so harmonischer, weil es einen schöneren und ebenmäßigeren Kontrast zum Reo in Gelb gibt. Trotzdem kann man die Lünette nutzen, wenn man es möchte, wenn man es mal braucht. Man muss halt nur ein kleines bisschen genauer hingucken und wenn die Augen dann etwas älter werden und etwas länger brauchen zum Scharfstellen, muss man auch noch etwas genauer hingucken. Aber es funktioniert und in den allermeisten Fällen bevorzuge ich in dieser speziellen Uhr und dieser speziellen Variante die etwas zurückgenommene und nicht auf den ersten Blick sehr präsente Lünettenbeschriftung. Wir haben Sonntag, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Und meine Mark & Sons Sports Professional ist natürlich noch am Arm. Es war gut, dass ich auf das Stahlband gewechselt habe, denn ich habe festgestellt, dass mir die Schließe zu groß ist und mir auch noch eine andere Sache bei der Schließe nicht wirklich gut gefällt. Die Schließe hat ja die Verlängerung, die man am Arm verstellen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Freund dieses Spaltes. Das finde ich optisch nicht besonders schön. Ich finde es haptisch nicht besonders schön, wenn man zusätzliche Kanten hat, an denen man eventuell hängen bleiben könnte. Und es sammelt sich auch Dreck und sonst was drin. Also ich finde es aus mehreren Gesichtspunkten nicht schön. Aber leider geht es nicht anders.
denn die Schließe hat nur zwei minimale Feinverstellungen, die man alternativ nutzen könnte. Und das finde ich leider total unpraktisch. So bekommt man das Band nicht bequem an den Arm angepasst. Es sei denn, man hätte kleine Glieder, aber auch die gibt es nicht. Also das finde ich leider etwas ungemütlich. Wir haben Sonntagabend, wir haben 10 vor 12 und meine Mark & Sons Sports Professional ist noch am Arm. Ich habe heute noch ein paar mehr Aufnahmen gemacht zu der Schließe, einfach um euch zu zeigen, warum ich dieses besondere Schließendesign insbesondere bei ausgezogener Tauchverlängerung nicht so klasse finde. Und ich hoffe, auf den Aufnahmen wird etwas deutlicher, was mich stört und warum ich eine kleine, leichtere, kürzere und flachere Schließe bevorzuge, selbst wenn ich sie manuell anpassen muss, was die Länge betrifft. Denn diese ausziehbare Schließe, wie sie hier verbaut ist, ist definitiv nicht meine bevorzugte Lösung. Wir haben Montagmorgen, Tag 5, beinahe eine Woche am Arm. Und meine Mark & Sons ist noch am Arm. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt das Gelb der Uhr richtig, richtig gut. Ich habe unglaublich Spaß an der Uhr und ich freue mich total, dass ich sie habe, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass das Stahlband nicht meine erste Wahl sein wird. Wir haben Montagabend 20 nach 11 und meine Mark & Sons Sports Professional ist noch am Arm. Wie ihr sehen könnt, ich habe auf das schwarz-gelbe Band zurückgewechselt. Das ist das Band, was ich von Anfang an haben wollte. Das ist das Band, mit dem ich glücklich bin. Das Stahlband ist qualitativ wirklich gut. Daran gibt es nichts auszusetzen, aber mir gefällt die Schließe nicht. Mal schauen, was ich euch in den letzten beiden Tagen noch zeigen kann, denn ich habe euch ja, denke ich, schon einige sehr interessante Aufnahmen gezeigt. Mal schauen, was noch dazu kommt. Wir haben Dienstagmorgen, Tag 6, meine eine Woche am Arm. Und meine Mark & Sons Sports Professional ist noch am Arm. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal ein kleines bisschen raus und gehe ein bisschen in den Wald, weil es einfach immer noch schönes Wetter ist. Es ist mal nicht so bulleheiß und versuche mal mit einer Makrolinse ein paar besondere Aufnahmen der Uhr zu machen. Ich hoffe, es gelingt mir und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. So, ich bin jetzt hier im Wald und versuche, wie gesagt, einige Aufnahmen meiner Sports Professional zu machen von Mark & Sons, die ich so vielleicht bisher noch nicht gemacht habe, um mal zu schauen, ob man nicht die aufgesetzten arabischen Indizes etwas besser einfangen kann und auch die aufgesetzten Indizes in der Reo etwas besser einfangen zu können. Ich denke, hier wird das schon ein kleines bisschen besser deutlich. Einfach richtig schön gemacht. Gefällt mir wirklich gut. Die Uhr ist aufwendig gemacht. Mit doch erheblich mehr Aufwand auf dem Ziffernblatt, als man es von anderen Uhren in dieser Preisklasse kennt. Ich kann nur sagen, und das habe ich schon oft genug in diesem Review gesagt, beziehungsweise in dieser eine Woche am Arm, ich bin von der Uhr echt richtig angetan. Mir gefällt sie super gut und ich habe einen unglaublichen Spaß an dem gelben Reo. Das finde ich was richtig wunderschön Sommerliches. Da habe ich unglaublich viel Freude dran. Und noch mehr Freude habe ich, dass das Hirsch Performance Band so gut passt. Was ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt habe, ist, um welches Hirsch Performance Band es sich handelt. Das hole ich hiermit nach. Es ist das Modell Robby in 22 mm Anschlussbreite. Ja, ich stehe hier vor der alten Oper. Meine Mark & Sons Sport Professional ist noch am Arm. Ich habe mir ein neues Objektiv gegönnt und zwar ist das Samyang 12 mm Festbrennweite. Ihr seht das hier gerade und damit hat man wirklich einen wunderschönen weiten Blick, ideal, um zu zeigen, wo man steht. Ich liebe das und damit feiere ich jetzt meine Uhr noch mehr, als ich es vorher sowieso schon getan habe. Ihr seht, ich bin hier im Westend von Frankfurt und mit dem neuen Objektiv sieht man auch ein kleines bisschen mehr von der Gegend.
Da hinten geht's in die Fressgasse rein. Das ist der Opernplatz. Ich liebe das. Wir haben Dienstagabend, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Mark and Sons ist natürlich noch am Arm. Ja, was soll ich sagen? Manchmal laufen die Sachen nicht so, wie man sie gerne hätte. Ihr merkt, meine Stimme ist mit dem Video nicht synchron, denn die Tonaufnahme hat nicht geklappt. Deswegen spreche ich einfach drüber, weil mir kommt es hier auch im Wesentlichen auf das Bild an. Die Woche am Arm ist für mich immer eine Chance, Sachen zu testen, wie zum Beispiel das Mikrofon hier, beziehungsweise auch, als ich auf dem Platz an der Alten Oper in Frankfurt war, hatte ich ein Aufsteckmikrofon, ganz anders, mehr Nebengeräusche und auch andere Sachen habe ich getestet. Diese Aufnahme hier mit meiner neuen Linse, mit meinem neuen Objektiv, ich finde, das sieht sehr gut aus. Vielleicht werde ich dieses Objektiv öfter einsetzen. Ich liebe das, jeden Tag zweimal etwas drehen, aber die Uhr soll natürlich im Mittelpunkt stehen. Eine Uhr, die ich extrem komfortabel finde, auch wenn morgen der letzte Tag ist. Ich glaube nicht, dass ich sie morgen schon ablege. Ich werde sie über die Woche hinaus tragen. Es ist einfach eine richtig geile Uhr, wie ich finde. Und morgen kommt dann mein Fazit zu der Uhr, aber ich vermute, ihr könnt euch schon ausmalen, wie dieses Fazit eventuell ausfallen wird. Wir haben Donnerstag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Mark & Sons Sports Professional ist noch am Arm. Ja, ich habe die Woche wirklich, wirklich sehr genossen. Eine absolut super Uhr. Ich bin absolut begeistert von der Uhr. Ich kann so gut wie nichts Negatives über die Uhr sagen. Mir ist nur eine einzige Sache aufgefallen und das ist die Lünette, die wirklich so versteckt beschriftet ist, dass man nicht immer sieht, wenn sich die Lünette mal verstellt hat und wenn man so leicht ordnungsautistische Züge hat wie ich, ärgert es einen, wenn man länger mit einer verstellten Lünette rumgelaufen ist. Ich finde es wirklich eine extrem schöne, extrem gelungene Uhr und werde sie auch jetzt die nächsten Tage weitertragen. Ich werde sie nicht ablegen, wie ich es üblicherweise mache mit Uhren, die ich eine Woche getragen habe oder mehrere Tage am Stück. Und das Gelbe des Armbands und die Uhr insgesamt, ich finde sie mega gelungen und bin richtig, richtig froh. Die Leuchtkraft ist super, der Preis ist super, die Größe trägt sich bei mir echt richtig angenehm und ich bin hin und weg von dem Gelb. Ich stehe ja im Augenblick sowieso ein kleines bisschen mehr auf farbige Uhren. Ich habe die orangene Junghans, ich habe die grüne Dekla, ich habe jetzt hier die gelbe Mark & Sons. Also gefällt mir wirklich gut und ich kann jedem, der auf Taucheruhren steht, auf Uhren, bei denen ein bisschen mehr auf dem Ziffernblatt los ist, Mark & Sons nur empfehlen. Ich bin in keiner Weise enttäuscht worden. Jetzt bin ich nur noch gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.